Recht herzlich willkommen zur 178. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs hier im Spiel, hatten letztes Mal die TE geschaut, wie die unterwegs waren und ein einzelner Bus, warte mal, wir müssen jetzt mal gerade gucken, dass wir da wieder hinkommen, der fuhr ja hinten auf unser Landgut da. Das war wahrscheinlich nicht der, weil der gerade, so der fuhr zur Lilienthalstraße, ja genau. Der müsste jetzt hier irgendwo vielleicht unterwegs sein, wenn er denn das ist. Ne, der fährt woanders lang. Keine Ahnung, wo er jetzt gerade fährt. Und dann muss er ja hier unten sein, ne? Ja, da fährt er. Den haben wir im Blick gehabt. Der hatte letztes Mal ja 30 Passagiere. Und das war dann, wo ich gesagt habe, der fährt sogar ins Plus. Lassen wir mal auf, beobachten wir mit. Was ich jetzt noch machen würde, ist gucken, ob unsere Städte gerade wieder größer geworden sind. Also irgendwo irgendwelche Bereiche wie hier noch Wohnraum bekommen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben, aber ich glaube, es war noch gar nicht so lange her. Aber es schadet ja nichts, das gerade mal nachzuschauen. Hier ist alles im grünen Bereich. Döbeln. Ist abgedeckt, ne? Ja. Knapp, aber abgedeckt. Hier unten, das ist auch noch drin. Ne? Fangen wir hier bei Lauter an. Hier ist eine Straße rübergebaut über die Gleise. Hier unten hängt was dran, ist aber nichts an Häusern. Hier oben auch noch Straße, aber auch leider nichts. Gut, haben wir gehabt. Hier ist okay. Keine Buslinien. Hier ist abgedeckt. Alles läuft hier. Gut ist das. Hier ist ein Haus, da muss eine Bushaltestelle hin. Wir können aber gerade weiter gucken noch. Nur da unten, okay. Dann schauen wir mal, wo die hin muss. 1, 2, 3. 1, ja, ist überfüllt. 1, 2, 3. Ja, ist natürlich genau hier die Bushaltestelle. Lass uns das mal minimieren und wir bauen die mal schnell. 50 in der Stadt, ne? Und die Bushaltestelle dahin. Passt dann. Und wir müssen aber hier noch so eine ja. Irgendwo muss die Post noch hin, ne? Dann machen wir die um die Ecke. Wie ist das? Postbus? Bushaltestelle und Post? Ne, ne? Nur der Briefkasten, ne? So, jetzt haben wir den auch auf jeden Fall angeschlossen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier eine Linie haben, die in Waldeck das mit abfrühstückt. Da, Waldeck, Stadtbus, Waldeck, hier oben Adenauer, das ist auch so, das war die, die wir ab und zu mal dazu schalten wollten. Waldeck Ost, Waldeck Bahnhof Rathaus. Waldeck West wäre es dann, ja. 1, 2, 3. Karl Marx ist der Wechselplatz. 1, ne, 1, 2. Wo ist denn Karl Marx? Waldeck, Waldeck. Da ist Karl Marx, okay. Aber weil das der Bahnhof ist, ist klar. Ja, dann haben wir Wurmstraße, die befindet sich dort oben. Libellenstraße befindet sich da. Quecksilber noch rechts, das sind schon 3, 4. Okay, das bedeutet, das ist schon zu viel hier, ne? Waldeck Bahnhof Rathaus, haben wir ja noch einen extra Bus. Dann würde ich den jetzt ergänzen. Der da oben vom Rathaus die dann immer wegholt momentan wohl. Wie will es denn da im Rathaus am stehen, ist die Frage, ne? Da ist das Rathaus, da steht aber auch keiner mehr. Aber er ist auch gerade, wenn er das hier ist, auch gerade da gewesen, ne? Ne, das ist der Ost. Und der da ist der West. Dann ist er hier. Der Rathausbus fährt wieder 46 da hoch, ne?
Vielleicht sollten wir den trotzdem ergänzen. Macht vielleicht am meisten Sinn. Nochmal hier Waldeck Rathaus. Linie ändern. Ist ja auch nicht weit weg hier von Karl Marx dann, ne? Dann fahren wir von Karl Marx hier hin. Und wieder zurück. Nach dahin. Lassen wir dann mal so. Gucken den uns an. Welcher war das jetzt? Der hier. Dann können wir den Ost zumachen. Ja, das ist das Ostdeutsches Rathaus. Da stehen jetzt drei. Lass den mal gerade noch ein bisschen angucken. Das machen wir hier zu. Und das war West. Der fährt 45 Leute durch die Gegend. Richtig gut. Okay, aber den brauchen wir nicht angucken. Wir wollten nur gucken, was da an der Bushaltestelle im Rathaus wächst. Weil das ist ja nicht ohne. Schon 11 da. Und was er hier fährt. Er hat gerade 4 drinne und ist jetzt wo angehalten? Also das war Karl Marx, aber er hat zur Kahnburger Straße schon 4 Leute drinne. Da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass da sofort so viele sind. Okay, dann ist das so. Und er hat auch 2 zum wieder mitnehmen. Nicht schlecht. Hier unten unser Bus, der fährt tatsächlich plus ein. Er ist jetzt hier unterwegs auf jeden Fall mit 2 Leuten von der Kahnburger Straße. Oder Kahnburger, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt voll geladen. Und hat nur 80 hier stehen für das Waldeck Ostrathaus, ne? Die andere Richtung. Raben, Rebelle, Ost. Ah, die andere Richtung steht jetzt hier keiner. Ah, der fährt natürlich auch kein Postbus hin und her, ne? Ist denn auf der Osttour der Ost, das ostöstliche Rathaus da auch mit drin? Karl Marx, Mahner, Karl Marx, Rabenau, Karl Marx, Roggen. Nee, dann wird da auch gar keine Post abgeholt. Dann müssen wir da noch einen Postwagen draufsetzen, ne? Den haben wir ja hier irgendwo, das Depot. Da ist es. Ist auch noch ein Post-LKW da. Und den setzen wir dann auch auf diese Strecke, ne? Stadtbus. Nicht Radolfzell, sondern Waldeck brauchen wir, Bahnhof Rathaus da. Und starten den mal. Und gucken, dass wir den auch gerade mit drauf kriegen. Gucken, ob der überhaupt Post fährt da unten. So. Der Bus ist gerade da angekommen. Das ist der hier oben und der nimmt tatsächlich 4 Leute wieder mit. Das ist nicht schlecht. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viel vorher drin waren. Das wäre noch interessant gewesen. Aber 4 wegfahren ist schon viel, oder? Es überlappt natürlich jetzt hier auch ein bisschen. Deswegen sind da vielleicht auch mehr. Aber da stehen ja auch welche, ne? Ist das schon der Postwagen? Sieht so aus. Weiten Anfahrtsweg. Vielleicht ändern wir gerade den Fahrstrecker, dass er erst nach der Straße da fährt. Wie viel sind denn jetzt hier fürs Ostdeutsche Rathaus? 54, okay, das wird abgebaut. Der Zug war auch gerade da. Ja, der Postwagen hat auch schon 4 Säcke da gekriegt. Schon krass, ne? Ostdeutsches Rathaus hat jetzt 7 Post und da sind auch 14 Leute, die da gerade unterwegs sind. Und er war da gerade und holt voll ab. Ist schon krass. Okay, das funktioniert auf der Linie dann da relativ gut, ne? Er fährt natürlich jetzt zum Ostdeutschen Rathaus ohne Post. Hier sind 7 Sack Post jetzt.
Okay, und wie ist es jetzt hier? Haben wir das irgendwo offen? Das ist Karl Marx. Das haben wir nicht offen. Da warten nur 4 Passagiere. Ist aber schon was. So, die 7 Sack Post hat er eingepackt und fährt wieder zurück. Er fährt gerade zu der Haltestelle da oben mit 0 und kriegt 4 wieder mit. Okay, das ist nicht schlecht, sag ich mal. Das funktioniert erstmal. Jetzt nur die Frage, ob der Platz hier wieder voll wird am Ostdeutschen Rathaus, dass er da gleich wieder 46 mitnehmen muss, ne? Erster Postsack ist da. Hier oben ist tatsächlich auch ein Postsack vom Kamburger. Aber vom Karl Marx dahin gibt's wohl keine Post, oder wie sehe ich das? Warten wir mal ab, was da passiert. Er muss gerade noch vorher parken, anhalten an der Kreuzung. Jetzt lädt er aus, aber er kriegt auch tatsächlich mit 7 Sack Post, die da tatsächlich hinkommen. Ist nicht schlecht, oder? Gut. Hier, der Bus, cool, fährt leicht plus ein. Hier oben ist er jetzt voll, fährt die alle zum Ostdeutschen Rathaus und da sind nur 34, die er gerade alle mitnimmt. Okay, das passt also. Er warten auch 7 Sack Post. Er hat 2 hier unten mitgekriegt. Ist also auch nicht so schlecht, aber der wird nicht plus fahren, ne? Dafür wird er, sind zu wenig drin, ne? Das ist auch klar. Ja, Waldeck, Ostdeutsches Rathaus, hier 22. Sind auch keine neuen gekommen, ne? Passt dann erstmal hier, würde ich aber auch sagen, ne? Er ist hier mit 31 unterwegs. Wo ist er? Er ist noch auf dem Hinweg. Okay, dann wird er da gleich mehr haben, als er fahren kann, ne? Die Post nimmt dazu. Er ist mit 16 unterwegs und ist schon dreistellig Gewinnzone. Ostdeutsches, 33 Leute warten da. Sehen wir ja auch hier. Nee, die wollen ja vom Karl Marx weg. 35, okay. Und dann werden die da auch noch verteilt. Nee, das passiert da ja nicht. Er hat jetzt hier 9 Sack Post mit. 32 Passagiere warten da oben. Ja, ich glaube, den können wir ja zumachen. Der fährt gerade unter die 100er Marke. Aber ich glaube, er fährt trotzdem noch genug ein, ne? Können ja gerade noch einmal abwarten, bis er Lilienthalstraße ist. Die ist ja gleich um die Ecke. Da ist gerade alles besetzt wohl. Ja. Kommt mit 75, 70 rein und hat jetzt 148. Hat noch mehr Fahrgäste bekommen, also wird sich das auch rentieren. Also noch mehr bedeutet einer mehr wie eben. Und hat dann Plus gemacht. Okay, ich glaube, das können wir als positiv vermerken. Kamburger Straße hat zurzeit 6 wartende Fahrgäste. Wo ist der Bus? Der fährt noch in die andere Richtung, hat aber 39 Passagiere mit vom Ostdeutschen. Aber da warten jetzt schon wieder 41 Leute. Wo kommen die denn jetzt so plötzlich alle her? Okay, er hat jetzt entladen und nimmt für die Kamburger Straße keinen mit. Holt aber gleich schon 6 weg. Und hier unten sind 42, das heißt die Haltestelle ist gleich mit einer Busladung voll. Ist schon krass. Hier sind 8 Postsäcke drin. Hier sind jetzt 114. Da hat der Zug genug mitgebracht. Also da gibt es immer was zu schaffen auf der Linie. Müssen wir aber im Auge behalten, dass hier die nicht zu viel werden. Ne? Rabengasse stehen natürlich 311 Leute und warten. Ne? Wo sind die Rabengasse? Die sind in Waldeck Ost. Da ganz oben. Da wollen natürlich viele hin. Was ist das hier? Ein Monument, okay. Fürstengruft.
Okay. Da müssen wir dann nochmal überlegen, was Waldeck Ost macht. Nochmal splitten die Linie, damit die weniger werden. Und Libellenstraße ist aber nicht da oben, ne? Die war hier unten. Waldeck West, ne? Ja. Aber die baut auch auf. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da nicht jeweils einen Halt rausnehmen und eine Linie mehr machen. Das sollten wir überlegen. Ja, machen wir aber erstmal hier zu. Er fährt munter seine Postsäcke durch die Gegend und hier warten Leute. Jetzt ist er gerade wohl oben wieder gewesen, hat 46 mitgenommen und es warten noch 31. Krass. Hier oben ist ein Sack Post und 6 Leute. Das ist aber alles erstmal so gut in Waldeck. Gucken wir aber auch wieder rein, aber lass uns gerade noch über die anderen Geschichten. Oh, ich sehe schon, hier ist eine neue Haltestelle gerade entstanden. Das heißt, da können wir in der nächsten Folge gleich auch noch eine wieder basteln. Zu wem gehört denn das? Zu Waldeck, okay. Das bedeutet, dass mit der Linie umbauen, das hatten wir ja gerade eben angesprochen. Das ist auf jeden Fall Fakt, dass wir das dann nächste Folge machen sollten. Lass uns gerade noch die anderen Orte angucken, wie die sich entwickeln. Hier ist noch abgedeckt. Alles gut also. Hier unten wird ja nichts gebaut, gehe ich von aus. Ist nur das Dingens. Ja, das ist auch ein bisschen so, ne? Wenn hier doch viele Fahrgäste immer sind, dann müsste sich das doch auch hier erweitern, oder? Von der Stadt her gesehen. Naja, ist halt so. Hardexen hat eigentlich keinen Erweiterungsraum in diese Richtung. Könnte hier aber, macht es aber nicht. Und hier ist auch nichts. Da läuft's. Hier oben ist alles abgedeckt. Bei Altenau. Und dann haben wir noch Adenau. Hatten wir das schon geguckt? Weiß ich nicht. Gucken wir jetzt aber gerade rein. Ich glaube, hatten wir auch schon drin. So, das heißt, nächste Folge wieder Waldeck gucken. Wieder Waldeck umarbeiten noch ein bisschen. Diese Stelle muss noch angeschlossen werden. Und nächster Punkt ist dann, dass wir da vielleicht eine Linie mehr reinzaubern. Weil zu groß wird alles. Zu viel Stau in Karl-Marx-Straße oder auf der Karl-Marx-Straße-Haltestelle. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr auch mit, wenn ich ein Video wieder hochlade. Alles klar und Kommentare immer herzlich willkommen. Schreibt ruhig mal was rein. Bis dann. Tschüss.